Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Folge 2. Und Leute, wir haben heute eine Menge vor, aber vorher müssen wir ganz wichtig uns das hier schnappen und direkt zu Elina gehen. Na guck mal, hier kommen wir jetzt sogar rein, dann muss ich gar nichts hier aufbauen. Und zwar habe ich vor Wochen mit Easy hier einen Prank gemacht. Oh, vor Gumbo, da gucke ich nicht rein, nachher explodiert das noch. Und zwar haben wir ihre Kisten alle eingebaut und ich habe eventuell vergessen, das wieder wegzumachen. Aber Elina hat sich auch nicht gemeldet. Ich dachte irgendwie, die haben schon... Ah nee, die sind sogar noch von Easy hier. Ich dachte irgendwie, die haben eine Lösung gefunden, die Blöcke vielleicht trotzdem zu entfernen, ohne meine Hilfe. Und deswegen habe ich nichts von ihr gehört. Aber die hatte einfach noch... Also ihre Kisten waren einfach noch zu die ganze Zeit. Easy hat anscheinend ihre wieder aufgebaut, aber meine sind halt noch hier verschlossen. Und ich wusste wirklich nicht, dass das noch so ist. Ansonsten hätte ich die schon längst wieder aufgebaut, weil das finde ich natürlich schon ein bisschen assi, so lange ihre Kisten wegzunehmen. Deswegen bauen wir das jetzt mal ganz schnell alles wieder auf hier. Ich habe das jetzt auch nur mitbekommen, weil Easy ja letztens in einem Livestream... Also letztens gestreamt auf dem Minecraft-Freunde-Server und da hat Easy mir das erzählt. Ein paar von euch waren ja auch mit am Start und ansonsten hätte ich das gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Dann wäre das jetzt noch länger hier so geblieben. So, wir bauen nochmal alle Blöcke ab hier. Ich glaube, Easy hat nur die Kisten vorne frei gemacht. Ich mache mal direkt alles weg hier, dass sie auch das wieder zubauen kann, falls sie möchte. Und während ich das mache, Leute, lasst doch gerne schon mal ein kostenloses Abo und einen Like da, denn wir sind kurz vor den 100.000 und die müssen wir bald erreichen. Deswegen gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich glaube, wir haben alle Kisten wieder aufgebaut. Wir gucken aber nochmal nach. Das hier müsste alles von Easy noch sein. Oh, das ist doch von mir. Ah, und das hier ist wieder von Easy teilweise. Okay, das heißt, hier vorne sind die da drunter von mir. Auch nicht, da drüber auch nicht, okay. Hier ist auch noch was von mir. Die Arme, ne? Das waren ja... Oh mein Gott, hier sind ihre ganzen Erze drin. Die hatte gar keine Erze in der Zeit. Ist das auch noch von mir? Nein, oder? Doch, Mann, das ist mehr als gedacht. Was war hier Wichtiges drin? Okay, das geht ja noch. Das sieht aus wie so ein paar Müllkisten, einfach mit ein paar Blöcken. Ich muss sagen, das war halt meine Aufnahmeprüfung für den Hexenclan, Leute. Und danach habe ich halt nicht mehr überprüft, ob hier alles wieder in Ordnung ist. Ich habe das komplett vergessen gehabt. Aber jetzt sieht es ganz gut aus. Hier sind auch alle Kisten offen. Perfekt, dann können wir eben schnell zurückfliegen. So, in der Stadt hat sich auch einiges getan. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Vorher packe ich aber die Blöcke alle wieder weg. Ryan, bist du da? Easy? Ah, hallo. Ryan? Komm mal raus hier, hast du den Server schon angeguckt? So? Ryan hat seinen Brief noch gar nicht gelesen. Das muss ich mal anschauen. Oh, Ryan, was steht hier? Was? Im Namen des Verschönerungskomitees fordere ich Sie auf, ein neues Haus zu bauen. Sie haben bis zum 20.03. Zeit. Gelingt Ihnen das nicht? Permaban! Was? Easy, das kannst du nicht machen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit hier. Ryan, es war schön, dich gekannt zu haben. Nein, ihr könnt mich nicht bannen. Du kannst mich nicht mehr bannen, du hast nicht mehr Rechte. Ryan? Nein, hör auf, bitte nicht. Ich habe noch Zeit, ich habe noch Zeit. Ich brauche eine Verlängerung. Kann ich dir Verlängerung beantragen? Leute, wir müssen Easy auf jeden Fall bestechen jetzt. Es kann nicht sein, dass die mich vom Server bannen möchte. Ich weiß nicht, ob die das kann oder nicht, aber ich würde sagen, wie kann man die bestechen? Was kann ich mitnehmen, Leute? Ich habe Dias, die können wir mitnehmen. Emeralds, Gold. Ich könnte eine Nuke schenken, weil ich glaube, die braucht noch eine Nuke für Logos Haus, theoretisch, falls sie das wegspringen möchte. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, das reicht erstmal. Wir gehen damit erstmal rüber. Vielleicht haben wir dabei den Erfolg. Ey, bis zum 20.03. nur Zeit. Das ist ja bald schon. Also, was habe ich jetzt? Einen Tag noch oder so? Ich weiß gar nicht, wie viel heute ist, aber das geht nicht. Ich habe auch gesehen, die möchte hier vorne auch das hier abreißen. Das geht auch nicht, weil da kann man 100 Euro gewinnen. Aber da rede ich gleich nochmal kurz mit dir drüber. Easy! Ryan! Easy, bist du zu Hause? Easy! Ryan! Easy! Warte. Ryan! ich hab... Easy! Pass auf. Wow, Ryan! warte. Easy! Bitte nicht mich vom Server Nein, bannen. Nein, was? Nicht was? Bannen, nicht bannen. Möchte ich denn vom Server bannen? Bis zum 20. Easy, ich habe keine Zeit, das zu bauen so schnell. Bitte, ich möchte Verlängerung haben und ich habe ein Angebot mitgebracht, okay? Ein Angebot. Oh. Mehrere Sachen. Ich weiß nicht, womit man dich überzeugen kann, weil du hast ja schon viel. Aber ich habe Dias theoretisch im Angebot. Aha, ja. Aha. Smaragde hätte ich auch zu bieten. Aha. Und du willst ja Logos Haus wegspringen notfalls, oder? Mhm. Ich könnte dir auch das hier geben. Was ist das? Eine Nuke. Das ist eine Atombombe? Ja. Hier, warte, kannst du aufsammeln. Die muss man craften. Easy Achievement. Oh, ich habe eine Atombombe in meiner Hand. Oh, ja, warte. Die gehört noch nicht dir. Ich brauche eine Verlängerung. Was? Tradest du eins der Sachen gegen eine Verlängerung? Eine Atombombe. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich dir die geben kann. Vielleicht sollst du mich bannen. Aber das warte, so wenn toll. Du. Nein, aber wenn du die zündest. Stadt. Na, was? Okay. Ich glaube, ich kann die doch nicht. Ich nehme die Atombombe. Ich bin mir nicht sicher. Du wolltest mir auch eine Battle-Axt besorgen. Ja, die kommt noch, keine Sorge. Kommt noch, okay, weil das hättest du auch traden können, aber dann nehme ich jetzt die Atombombe.
Und dann habe ich länger Zeit, so ein, zwei Wochen. Hallo? Hi, was geht? Flo, ich habe gehört, ich will was besprechen. Was? Ich muss gerade Easy bestechen, damit ich mein Haus bauen kann. Später. Moment mal, bestechen? Wir handeln doch nur. Ach so, ja, traden. Es gibt nichts Illegales zu sehen, wir traden. Nee. Aha. Wir traden nur. Okay. Ah, okay. Du hast nichts gesehen. Hier. Okay, dann dankeschön für diese Atombombe. Warte, wenn ich jetzt hier geht die dann direkt hoch? Nee. Ich glaube, du brauchst noch einen Zünder, tatsächlich. Ich glaube, du kannst hier... Oder ich bin mir nicht sicher, ob man die mit dem Feuerzeug auch zünden kann. Zünder geht's auf jeden Fall. Oh nein. Ja. Okay, und klasse, noch was anderes danke. Wichtiges, Easy. Warte, noch was anderes Wichtiges. Du hast jetzt schon umgehauen. Ja, was denn? Oh nein, der Arme. Muss das hier weg? Ja, das muss weg. Das ist hässlich. Aber da kann man 100 Euro gewinnen, Easy. Und du weißt, ich bin knapp bei Kasse und ich brauch das Geld. Ah, ja, okay. Das verstehe ich. Dann werde ich das, der Baum hier, der muss sofort abgerissen werden. Und, Okay, ja, der muss wirklich weg. Das darf so lange stehen bleiben, bis du 100 Euro gewonnen hast. Oder bis jemand anderes 100 Euro gewonnen hat. Ja, Ben meinte, wenn er das knackt, dann gibt er mir die 100 Euro. Oha. Nett, oder? Sehr nett von ihm, ja. Ja, schenkst du mir 100 Euro? Einfach so? Ich? Wieso soll ich dir den 100 Euro schenken, Ryan? Ich versuche das Schloss selber zu knacken und die selber zu gewinnen. Hä? Nee, aber einfach so. Also, weil wir unter Freunden schenkt man sich doch mal so 100 Euro, oder? Wenn du mir einen Tesla schenkst, klar. Gut, ich habe da was im Ofen vergessen, aber vielen Dank auf jeden Fall. Ich würde sagen, bis bald, ne? Auf Wiedersehen. Atombombe! Oh Gott, das war ein Fehler. Ja, ich glaube, das war auf jeden Fall ein Fehler. Mal gucken, ob Easy demnächst die Stadt in die Luft sprengt. Aber ich denke eigentlich nicht. Ich meine, die hat es gerade erst verschönert, als ob die jetzt alles direkt wieder wegsprengt, oder? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und hier ist warum auch immer ein Grasblock. Ich glaube, dass den Enderman hier platziert hat. Weil es kann ja eigentlich niemand eingebrochen sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich baue den... Kann ich den abbauen? Ist da wohl eine Mine drunter? Ich baue den einfach ab. Okay, war ein normaler Grasblock. Ich habe ein bisschen Angst, was so Minen angeht, Leute. Denn, also Easy hat jetzt die Stadt verschönert. Das war auch dringend nötig, denn vor kurzem gab es hier viel zu viele Explosionen. Ich zeige euch das am besten einfach mal. Was ist das denn? Mach das mal nicht, ob das von... Das ist trotzdem TNT, was? Mann, ich dachte, du hast es gerade da hingepackt. Ich hab's doch extra gerade draufgeschrieben. Ich dachte, du trollst mich gerade. Leute, ey, ich nehme mir gerade, ich bin eigentlich aufgekommen auf dem Server, ich habe auch Spaß die Aufnahme nebenbei an. Einfach so, warum war denn hier eine Mine auf dem Feld? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin hier nur rübergerannt und habe Zuckerrohr abgebaut. Warum kommen hier nur Explosionen? Warum, ich habe das sonst schon immer so gefarmt, dass ich als Plagegeist einfach drüber geflogen bin, damit das jetzt auch nicht passiert. Aber ich dachte, okay, komm, ich laufe da jetzt einfach nochmal drüber. Und dann sowas, ich verstehe es nicht. Das jetzt vor allem, erst geht da hinten was hoch, jetzt geht hier was hoch. Ich habe nicht mal so viel Erde, glaube ich, im Inventar. Ich will das Netherrack da hinpacken, das wird ja nicht auffallen. Es darf gerade nur keiner vorbeikommen. Meint ihr, das war Flo selber einfach, damit ich das hier nicht mehr abbaue? Okay, ich habe jetzt nochmal schnell Erde geholt. Logo hat das Spiel betreten, der war gerade da vorne. Wir müssen das jetzt ganz schnell machen hier. Nichts passiert. Ich weiß gar nicht, wie das hier aussah, leider. Ich glaube so. Und hier war dann wahrscheinlich Zuckerrohr drumherum. Also so wahrscheinlich, schätze ich jetzt einfach mal. Und da muss ich ganz schnell eine Ho holen. Ja, ich hatte schon... Oh Gott, ich hatte einfach schon eine Ho mit oder was? Ich habe es nicht gesehen. Das Logo. Der darf mich nicht sehen. König. Er sieht mich. Logo, weißt du, also das darfst du keinem verraten, okay? Was ich jetzt zeige. Nein, ich... Was du das? Hast du das gemacht? Okay, ich wollte hier nur Zuckerrohr farmen, auf einmal geht das in die Luft. Das warst du doch, oder? Erst da hinten, die Kiste jetzt hier, überall sind Minen, oder nein, was? Nein, die Kiste da hinten war ich nicht. Ich habe hier gestern eine Claymore so platziert, so joke-mäßig. Ich habe mir nichts dabei gedacht, ich bin ja einfach nur lang gelaufen. Dachte so, ja, ich bin eher am Warten, ich brauche Zuckerrohr ab in der Zeit wenigstens. Ist jetzt wieder wie neu. Wird Flo nicht auffallen. Hier ist definitiv keine Claymore explodiert, oder? Nein, das sah schon immer so aus. Das klipp ich und schick das Flo jetzt auf Discord. Nein, bitte nicht, tu das nicht. Ich habe kurz überlegt, ob Flo das selber war. So, weil der geht ja nie da drauf. So nach dem Motto, ja, wenn jetzt jemand nochmal was von meinem Feld abbaut, dann geht er in die Luft. Ja, nee. Ach, guck mal, ich habe übrigens das hier geupdatet. ich habe das gesehen, da stand vorher, glaube ich, mein Name sogar, ne? Aber das war's. Als ob der jetzt online kommt. Nee, ich war das nicht. Da stand, also es hat irgendwer, wollte mir das in die Schuhe schieben. Wow, ist das ein geheimer Geheimkeller? Ja, aber pass auf. Jetzt bist du gefangen.
Oh, das ist kein Problem. Du bist ja hier drinnen mit mir. Ryan, lass mich nicht allein. Ryan, lass mich komm nicht schon, allein. Geh zu! Ja! Oh, ich hab's dir nochmal angeguckt, oder was? Okay, so. Gib mir mal das Eisen. Hä, wo bist denn du? Im Keller, in deinem Geheimkeller. So. Hier können wir doch geheime Sachen machen. Hey, der Sombrero sieht oben aus wie deine Glatze einfach. Ich dachte kurz, ja, der ist oben offen. Sagt ein Glatzenträger zum anderen. Ach, deswegen kriegst du jetzt auch hier Dings, Ryan? Nein, das hat Emmy nachgemacht. Ich bin der einzige wahre König. Oha. Pass lieber auf, was du sagst, sonst plapper ich dein Geheimnis aus. Oh, Geheimnis, hey! Geheimnis. Okay, Ryan. Das war ich nicht. Guck mal, pass auf, ich bin auf den Server gekommen und Logo stand hier mit seinem Sombrero und meinte, ich bin der Sombrero-König und hab hier einfach die Sachen abgebaut. Ah! Alter, ist der smart. Ich hab Ja, ich war eine Millisekunde kurz davor, weil ich dachte, okay, das ist von Gumbo, der letzte ist schon mal nur ein Geschenk gemacht. Ja, dachte ich auch. Ja, ich wollte sicher gehen, weil. Einfach eine Note angestimmt. Was ist du? Oder war das hier? Hey, was ist passiert? Wie was ist passiert, Junge? Hast du dement? Okay, warte hier, das schenke ich dir. Ich hab nicht mehr genug Erde dafür. Guck. Oh mein Gott, was ist das? Oh, ist das so ein Ding, wo du, wenn du die Haare hinhältst, dann stellst du sie auf? Ja. Aber wenn du die anklickst, wirst du elektrisiert. Oh mein Gott. Nein. Als ob das passiert ist. Ich kann das nicht. Das sind zu viele Explosionen. Der wird doch jetzt ausrasten, der Mann, oder? Das ist so eine große Explosion. Ich wäre richtig mad jetzt. Was ist... Fühlt mich jetzt. Ja, chillig. Alter. Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, Logo, du bist so assi, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass er die wirklich drückt. Ich wollte schon Freunde für die Ewigkeit, gell? Der Damage ist immens. Ja, und deswegen bin ich jetzt immer ein bisschen paranoid, wenn ich so Blöcke sehe, die ein bisschen verdächtig sind. Aber wir schauen uns mal an, was sich hier getan hat. Ich muss sagen, hier hat sich leider schon wieder was zurückgebaut. Logo hat seine Garage wieder hier hingeplaced. Easy hatte das ja eigentlich wunderschön aufgebaut. Hier ist jetzt so ein Portal auch drin. Das wurde ein bisschen verschönert und da drumherum war auch so eine schönere Fassade und alles, aber das hat Logo wieder abgerissen, weil er wollte unbedingt seine Cobblestone-Garage wieder haben. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja, hier haben wir jetzt so einen riesigen Marktplatz. Da packe ich direkt mal wieder Kartoffeln rein. So, hier haben wir jetzt einmal Easys Blumenshop, dann haben wir hier meinen Foodshop, Bens Glatzen-Shop und dann sind hier noch ein paar leere Shops, glaube ich. Ja, der ist, glaube ich, für Flo, der für Gumbo wahrscheinlich und der Grüne, meinte Easy, ist glaube ich für Elina. Da kann dann jeder noch einen Shop aufmachen. Logo hat gar keinen, aber ne, sehe ich gerade. Logo kann dann ja hier so einen Garagen-Sale machen, aus seiner Garage heraus direkt. Ah ja, und wir haben hier eine Kiste. Einladung, die habe ich mir auch noch nicht angeschaut. Hallo, hello, bonjour, hola. Sie sind herzlich zum diesjährigen internationalen Hexenball eingeladen. Wann? Bald. Okay, einfach noch kein Datum. Ich bin gespannt, wo... 1888, 83, 161. Hinweis, bitte betreten. Achso, da geht's noch weiter, Leute. Bitte betreten Sie die Veranstaltung erst am Tag des Events. Baustelle, Sie wissen schon. Elternhaften für Ihre Kinder, super gefährlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gezeichnet internationales Hexenkomitee. Okay, ich bin sehr gespannt. Dann müssen wir nochmal abwarten, ob es da ein Datum demnächst gibt. Ich werde da jetzt noch nicht hinfliegen, weil Baustelle, ich möchte nicht, dass ich mich da verletze, wer weiß. Okay, Leute, wir wollen auf jeden Fall unser Haus wahrscheinlich in der nächsten Folge oder so bauen. Ich habe jetzt Materialien gefarmt, hier sind auch noch welche in der Kiste. Die muss ich noch runtertragen. Aber ihr seht schon, jetzt hat sich einiges getan an der Stadt. Und Easy hat jetzt hier auch rechts was neben meinem Grundstück gebaut. So ein Restaurant soll das, glaube ich, sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier ein bisschen mehr eingeschränkt in meinem Platz, weil ich will jetzt eine riesige Villa bauen und die wird halt größer sein als das hier. Deswegen werde ich, glaube ich, hier vielleicht ein bisschen was von den Bäumen abreißen oder hier nach hinten ein Stück gehen und da die Villa hinbauen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Was sich sonst noch getan hat, Ben hat hier jetzt zwar immer noch seinen Stacheldrahtzaun, aber hat jetzt eine wundervolle Hecke hier noch. Ja, das sieht jetzt alles hier so ein bisschen freundlicher aus. Wir haben hier auch einen Teich. Also das hat sich schon alles gut gemacht, muss man sagen. Abgesehen davon, dass ich halt mein Haus jetzt schnell neu bauen muss. Ansonsten werde ich vom Server gebannt. Oder vielleicht reißt sie auch bald demnächst alles mit einer Nuke ab. Lass ich das jetzt erstmal hier hängen? Kann ich das bearbeiten? Warte mal, bearbeite das einfach selber. Sie haben bis zum 30.03.
Zeit, so. Ich habe mir einfach selber eine Verlängerung jetzt, also was heißt, ich habe mir die selber gegeben. Ihr wurde ja offiziell auch so gemacht, aber ich habe es jetzt mal selber hingeschrieben. Falls ich das bis zum 30.03. nicht schaffe, verlängere ich das einfach nochmal. Ich bin sehr gespannt. Leute, ich kann auch nicht mehr Flo so gut hier ausspionieren, weil hier ist jetzt ein Stein. Jetzt kann ich nicht mehr so gut rüber gucken. Aber naja, ich würde erstmal sagen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Runde 2. Gerne liken und abonnieren, damit wir bald die 100k erreichen. Und auf Wiedersehen.